Oh, was ist hier denn los? Wie finden Sie nur immer meine Fundamentelemente? Jedes Mal, wenn ich euch Narren losschicke, sind sie gleich hinter euch. Ich muss herausfinden, wie sie es machen und wo sie sich verstecken. Und ich glaube, ich weiß auch schon genau wie. Okay. Steht hier, weil früher man halt nur auf Automaten gezockt hat und da musste man halt mal Geld reinschmeißen. Jetzt musst du aber trotzdem viel Kleingeld investieren, um die Figuren zu holen. Okay. Schauen wir mal, was die nächste Welt ist. Boah, wisst ihr, was eine coole Welt gewesen wäre? Hier so aus den Lego-Welten. So dieses, zum Beispiel Lego, wie ist das? Hier wird, ist der John Sander? Das wäre geil gewesen. Ich meine, statt von, das bin, warum müssen diese Dinger so von dem Bahnhofsgesellschaft anzunehmen. Ich glaube, wir sind jetzt, ja. Und wer rät's? Wer rät, wo wir sind? Also ich denke mal, jetzt ist schon offensichtlich. Halt, ich höre was. Okay, das ist das Haus meines Onkels Arthur. Arthur Jones. Ach, du meinst im Spiel? Ich dachte erst in Real Life. Zumindest glaubt ihr das. Er sagt, sie hat es auf seinen Diamanten-Skarabäus abgesehen. Ah. Hey Leute, könnt ihr mal den alten Jahrmarkt abchecken? Das ist einer der Orte, wo die Mumie auch gesehen wurde. Jahrmarkt? Geisterbahn. Hey Velma, denkst du, auf dem Jahrmarkt gibt es auch Zuckerwatte? Zuckerwatte? Na los! Mach hinter dir, mein alter Freund! Ich glaube, das sind auch die Originalstimmen, ja, aber die alten. Ja. Also, ja, für die, die es nicht erkennen, das ist Scooby-Doo. Ich habe von Scooby-Doo keine Ahnung. Also ich hab's damals wohl geguckt, ich habe auch glaube ich die Realverfilmung geguckt, aber abseits davon habe ich so gut wie nichts gesehen. Ich mag den Stil übrigens mega. Was? Kein echter Käfer, Gandalf. Haben wir es auch nie gesehen. Also, muss ich aber auch sagen, also das, was ich immer bei Scooby-Doo gesehen habe, war halt aber auch immer dasselbe. Das war halt immer wie. Als würde man mal drei Fragezeichen gelesen haben und dann irgendwie das auf das Niedrigste reduziert und das dann immer wiederholt. Jetzt noch nicht mit dem Comic, das ist genial. Ist das ein Comic? Ist das ein Comic für. Also ursprünglich ein Comic gewesen und die haben das dann als Serie gemacht? Grüß Gott, dafür muss man keine Ahnung haben. Ich find's halt mega eintönig. Ich würde aber gerne mal die. Es gibt von Lego auch einen Film. Und es gibt. Es gibt ja immer wieder so Specials mit anderen. Gab es nicht mal auch mit Freddy Krueger und sowas? Das würde ich gerne mal gucken. Und ich glaube von Supernatural gab es auch, glaube ich, mal eine Folge. Aber da habe ich ja. Ich habe Supernatural nie geguckt. Und ich würde animiert. Okay. Ach so. Ach so, guck mal, Kitty sagt sogar die Supernatural-Folge. Warum Gandalf? Ich fürchte, für diese Lösung bedarf es mehr als eines elbischen Spruchs. Dein Auge, ich hab's gesehen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine, es gab mal eine Serie, die ist so ähnlich wie Scooby-Doo, aber bei Scooby-Doo war halt immer unlustig, dass der im Prinzip nie irgendwas Mythisches zum Schluss war, ne? Es war ja immer dann irgendjemand in einem Kostüm.
Ich finde auch lustig, dass es bis heute immer wieder neue Sachen gibt davon. Wieder Filme. Stimmt, es gab doch einen Animationsfilm, da soll es ganz lustig sein. Den wollte ich mal gucken. Dieses Gerät wird uns helfen. Glaub ich auch. Glaube ich auch. Ich glaube von Scooby-Doo tatsächlich davon, die das Set, also die Welt, ich glaube, da ist auch wieder ein Level bei. Was ist das denn? Hä? Wer ist das? Ich glaube, das hat jemand den erkannt? Irgendwie so ein roter. Das will ich jetzt rausfinden. Lego. Dimensions. Scooby-Doo. Okay, ihr wisst es glaube ich auch nicht. Das ist doch eine da. Na, der eine da. Wer zum Henke soll das sein? Das ist echt doch. Wer ist das? Der eine. Nicht das, was unter der Maske steckt, sondern meine Taten definieren mich. Na, egal. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Das kann ja auch aus irgendeinem anderen Franchise irgendein Typ sein. Plattform? Das wäre sehr unpassend. Sogar genau richtig. So, und jetzt noch rot rechts. Ach ja. Dann ist ja irgendwie noch so ein Ding, dass man da auf dem Dach ohne Probleme kommt. Das ist mir jetzt auch egal, wir haben es geschafft. So, und jetzt kommen wir rein. Treten wir ein. Auf ein. Okay. Es bewegt sich. Wie wunderbar obskur. Obskur. Ich frage mich, ob die Sprecher auch echt Bock hatten. So. Und warum nicht, ne? Oh, Klavier in einem Horrorhaus. Schön Mario 64 Vibes. Die Türen, die sich drehen. Immer. Immer. So. Ich
Ah, Elektro. Und so man das eigentlich nicht bauen kann, aber okay. Ja, die Wand eher, glaube ich, meint. Also klar, es kann eine Tür sein. Das ist elementar. Das ist eine Uhr. Ja. Die haben auf Englisch auch irgendwie einen ganz krassen Namen hier, diese Standuhren. Hatten nicht Grandfather Clock? Oh, Scooby Snack. Ich finde es schade, dass Wildstyle nicht irgendwie so ein Ding hat, wo sie aus der Entfernung angreifen kann. Also Batman ist tatsächlich so mitunter der Beste, meiner Meinung nach. Meinst du wohl Türen? Hä? Ach, wegen Tüten! Ach so, habe ich gar nicht gelesen. Moment. Aber das ist doch der Typ aus den Lego-Dingern. Der hat ja auch einen Monokel, ne? Ja, das ist auf. Ich habe doch noch vorhin gesagt, wie geil das wäre mit Johnny Thunder. Ich glaube, das ist sogar das. Ja, geil. Hä? Achso, das habe ich schon aktiviert. Das wäre noch nicht aktiviert und ich muss das noch auswählen. Oh. Dann halt nicht. So, also ich brauche erstmal Wasser. Noch irgendwas mit Elementen? Oder war das nur das? Egal. Achso. Batman. So. So. Oh, ein Bär. Ich hab das erst gar nicht erkannt, aber da stand jemand. Kloppt das einfach alles, wie meint das? Hat das sonst noch wer gesehen? Nö. Ja, wie brauche ich denn hier? Achso, für da oben das Wasser, ne? Jetzt kommt Aquaman bestimmt. Wie diese hab ich das Krusty, stimmt. Das ist der Theater. Ach ja, dort das Level finde ich ganz cool. Ich mag so, das fühlt sich mal, ich mag solche Level halt, die wirklich schön kompakt wirken. Ich finde, das ist so, das fühlt sich so ein bisschen nach Luigi's Mansion an, ne? Ich mag ja Luigi's Mansion 1 auch total gern. Deswegen. Luigi's Mansion 2 mag ich nicht. Aber ich würde mir trotzdem total einen Port auf der Switch wünschen. Vielleicht wäre das dann ein bisschen anders. Und ich mag einfach nur diese Levelstruktur. Da funktioniert ja alles so nach einem Levelprinzip. Gerade das mögen irgendwie sehr viele. Oh, wir müssen das Skelett strecken. So. Der Detektiv schlägt wieder zu. Oh. Meine Brille. Klassiker. Ohne meine Brille kann ich doch nicht sehen. Hä, die hat sie doch gerade. Achso. Und weg ist sie. Ah, dieses klassische Geräusch. Das Haus hat ein weiteres Opfer gefordert. Oh, schön. Ach, guck mal, das Bild mit den Augen, das verfolgt einen. Sehr geil. Ich bin schon gewundert, warum überall solche Augen drin sind.
So. Unser Kunstlehrer hat mal früher was richtig Interessantes gesagt. Er hat gesagt, so was für heute solche Filme oder so sind, waren früher für total viele so Gemälde und so. Und das fand ich so faszinierend. Also weil das halt auch so ein Blick war in andere Welten so halt. Es gab ja nicht so Filme oder sowas. Fand es einfach interessant, so zu sehen. Weil heute sagt man so, ja, Bilder halt. Früher hat man so gesagt, ja. Bilder. Das ist der Shit. Oh Gott. Aber passt zur Atmosphäre. Ein manischer Schrei. Ach, jetzt befreien wir sie wieder. Ich glaube, die Wilma hat ins Seegras gebissen. Und ich dachte, sie wäre tot. Was? Das ist der Hammer, Leute. Ah! Das ist bestimmt wieder das, ja, das Suchteil. Dann suchen wir mal. Ja, war klar. Das ist irgendwas mit dem Teppich zu tun, also was gibt's? Ah! Da ist er endlich! Du Mistkerl. Danke, kannst du wieder abbauen. Vielversprechend. Mhm. Nicht auch vielversprechend. Das ist auf jeden Fall was. Skarabäus. Nein, eine Mumie! Endlich! Der Diamant in Skarabäus. Baue! Oh. Wo sind wir? Ist das ein Keller? Ich kann nicht. Mit dem habe ich gestern auch gespielt. Dem Superman. Da kommt jetzt so eine Osterinsel-Statue. Es gab so viele Memes wegen Splatoon, ne? Übrigens, wenn ihr Splatoon 3 bei Google eingebt und da erscheint so ein kleines Farbfeld, wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr den ganzen Bildschirm voll mit Farbe machen. Total lustig, so ein kleines Google Easter Egg. So ein guter Schlüpfermann. Aha. Okay. Achso, groß und klein macht Dings. Ich weiß gar nicht, irgendwie finde ich die Fähigkeit. Also ich glaube, ich mag die Farbfähigkeit sogar am allerwenigsten. Aber hauptsächlich, weil. Ich glaube, das ist eine Fahrzeugfähigkeit. So. Ich weiß, ich finde es halt nervig mit diesem Hin und Her hier immer wieder. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Aber so. Das ist doch nicht zum Aufbauen. Ja. Kann ich nur leider nicht viel machen. Achso, ich brauch 7 Haare. Ich hab. Ah, ist das so ein Ding, wo ich das immer wieder rausschlagen muss? Das kann natürlich auch sein. Nein, das wird nicht. Ich hab DC Super Villains auf 80% gemacht und Superman kann ja fliegen, Laser und alles atmen. Ja, der ist schon, ich glaube, der ist echt OP dafür, ne? Ich weiß, ich muss sagen, ich bin halt echt kein großer Suppenfan. Suppenmann-Fan.
Warum unterm Hebel? Man ist halt super öde, weil er alles kann. Ja. Also ich fand den nur spannend halt bei Man of Steel und halt generell beim Snyder Wars, aber so, ich fand die Filme auch nicht so. Also, ich weiß nicht, alle sagen immer, Superman 1 ist im Prinzip der Film, der vieles so angefangen hat mit diesen ganzen Eine Sachen. Mine? Das Böse haust für gewöhnlich in Minen. Ach, ich weiß nicht. Oh. Dieses Gefährt könnte selbst mit Schattenfällen. Der Skarabäus und seine Macht sollen mein sein. Die Mumie, schnell, ihr nach. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was die Spiegel von der Höhle. Ich weiß, was das Spiegel von der Höhle. Sieht man immer durch die Lichter, wie wo die sich befindet? Ach shit. Also es gibt Superman-Filme, die finde ich interessant. Ich fand Man of Tomorrow zum Beispiel interessant oder Red Sun halt, aber sonst weiß ich nicht. Also so nebenbei finde ich immer ganz gut. Und wie gesagt, ich fand Man of Steel halt sehr geil. Alleine auch bei, was ich sehr geil fand, war Batman vs. Superman halt mit diesem ganzen Gott-Komplex und so. Ey, ich hab ihn noch im letzten Moment zurückgekommen. Das fand ich cool. Also, wenn man es schafft mit einer Figur, die im Prinzip ja theoretisch alles kann, also im Prinzip, halt trotzdem so viel Charakter zu geben, so, also das finde ich geil. Ja, aber generell, ich bin ein wirklich großer Batman-Fan, wenn man eher. Das ist wirklich mein Lieblings-DC-Figur. Also nicht Lieblingsfigur, aber Lieblings-Sag mal drumherum mache ich am liebsten. Frag nicht, wer die Mumie ist. Die Stimme kommt mir auch überhaupt nicht bekannt vor, Papa. Ja, ich konnte mich noch an das Tierkostzelt erinnern. Ist der Batman eigentlich? Wo wart ihr so lange? Ihr wart Narren zu glauben, dass Sterbliche mich aufhalten könnten. Und ja, ja. Nun werdet Zeuge der wahren Macht des Diamantenskarabäus. Oh. Stefanschis, die Wahnsinn von uns. Der Diamantenskarabäus erweckt euch aus eurem Schlaf. Ich habe schon stärkere Gegner geschlagen, während meine Maske falsch rum saß. Mhm, mhm. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ist nicht böse gemeint, aber ich weiß auch nicht genau, was das Spiel hier von der Welt ist. Okay, also schon, aber. Okay. So will es. Irgendwie nicht eine bessere Möglichkeit, das aufzutauen. So was richtig.
Okay, haben wir das jetzt schon mal geplant? Ja, wir haben es. Richtig viel Geld verloren. Das ist natürlich immer das Beste. Also das ziehen die jetzt unnötig in die Länge. Der auf mich. So. Machen wir jetzt dann nochmal dasselbe? Ja. Alles klar, Kitty. Was ich machen will. Ach so! Ich hab schon wieder ganz vergessen. Dein Herr befiehlt dir! Runter von mir! Es ist einfach so dröge, sich am Ziehen, ne? Tour. Quatsch. Wir haben es gleich. Oh. Hui! Ja.
danke, danke. So. So, jetzt nochmal überlegen. Es war dann erst mit dem Fahrzeug lang. Ja, alles klar, Luigi. Schön, dass du da warst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Und bis nächstes Mal. Das Nummerbaum. Dann wieder zurück zu dem Startding. Und so, hier gleich geschafft. Hoffe ich mal. Ich hab nicht ganz so viel. Wieso kack hin und her? Ja, also das, ich finde das ja cool mit den Figuren hin und her bewegen, aber irgendwann, wisst ihr, dann wird es irgendwann zu viel. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das auch bei den Ölmachbildern alles war. Naja, werden wir ja sehen. Solch Magie habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Keine Magie. Das waren nur die mechanischen Jahrmarktfiguren. Denn diese Mumie ist gar keine Mumie. Es ist der Jahrmarktbesitzer. Vortec. Und ich wäre damit durchgekommen, wenn ihr Nerven den Kindern nicht gewesen wärt. Was ich schon habe, vorbei. Das letzte Fundamentelement. Kehrt zum Labor zurück. Vorausgesetzt, dass ihr das Universum retten wollt. Was wäre das letzte? Ja, geht nur. Nehmt euer Spielzeug. Ich brauche es nicht. Nein, gar nicht. Eure Freunde. Na los! Du hast ihnen also geholfen, Expo. In welche Dimension hatte ich dich noch verbannt? Ich hab's hier drinnen gehört. Warum rennen wir dann nicht in die entgegengesetzte Richtung? Hä? Also Mann, das ist echt voll freaky. Habt ihr den Fall etwa schon gelöst? Und den Verbrecher abführen lassen? War's wieder der Jahrmarktbesitzer? Ja, genau. Ja! Scooby-Dooby-Doo! Figuren bewegen. Ach so! Tja. Nee, wir haben die Million erreicht. Ja, und ich würde auch sagen, im Prinzip haben wir dann auch soweit. Also ich glaube, die nächsten drei Level sind halt wirklich dann den Typen jagen. Ja. Müssen wir aber. Machen wir heute aber noch nichts. So. Ah ja. Deswegen. Schalt es ab! Schalt es ab! Ein Bitte wäre nett. Ganz ruhig, es ist schon längst aus. Was ist das Problem? Ach, gar nichts. Nein, natürlich. Außer du siehst Lord Vortec als Problem. Also, ich täte das. Ja, ich hab ihn da gesehen. Was? Vortec plant etwas. Wir müssen unsere Freunde... Da arbeiten wir zusammen. Jetzt. Fürwahr! Okay, so werden bei uns Karten gemacht. Ich benutze die Fundamentelemente, um die Dimensionskoordinaten des Urfundaments zu finden. Okay, ich würde sagen, ja. Es ist Zeit, hier für ein bisschen Gerechtigkeit zu sorgen. Nee, wir machen jetzt Lego Dimensions aus. Wir quatschen wir jetzt noch ein bisschen. Gucken wir, vielleicht machen wir noch eine Kleinigkeit. Aber das war Lego Dimensions. Fand ich heute lustig und, ja. Viel gemacht hier im Spiel. So, bin mal gespannt, was weitergeht. Ja.